Servus, Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Keule. Die Replay Challenge Kalender Woche 49 ist im Gange. Wir fahren mit Lord of Thunder im Ferdinand. Deutscher TD, Stufe 8 in einem Stufe 9 Gefecht mit 7er Beteiligung. Wir haben eine 128 mm Kanone mit 246 Durchschlag, 490 Schaden. Dasselbe Ding haben wir auch auf dem Skorpion. Auf dem Skorpion G. Plus der ist halt Bremen-Fahrzeug. Los geht's! So. 9,66 Sekunden Nachladezeit ist hier optimal. Und was ich da unten sehe, da auf 6, da ist ein Fenster frei. Also entweder hat er vergessen, Feuerlöscher mitzunehmen oder irgendwas anderes. Schokolade oder ähnliches. Und bleibt auch am Anfang erstmal stehen. Erstmal schauen, wo die anderen hinfahren. Und wir uns dann verteilen können. Wo ich mit dem nicht hinfahren würde, wäre oben, da wo jetzt der Skorpion steht. Und der Leo. So. Schnell ist er nicht. 30 km/h Geschwindigkeit. Dafür ist er von frontal recht gut gepanzert. Hat ordentlich Gun Depression. Das werden wir gleich noch sehen. Hoffentlich im Einsatz. Das Video habe ich bereits mehrfach gesagt. Gucke ich mir vorher nicht an. Das heißt, ich nehme die einfach so auf, wie sie kommen und kommentiere das aus der hohlen Hand heraus. So, ein bisschen lange abgewartet. Fast eine Minute. Ein bisschen viel. Was der da oben macht, ich habe keine Ahnung. Werden wir wahrscheinlich nie erfahren. So. Kanone, sehr genau. Typisch deutsches Rohr. Dafür ist halt in puncto Beweglichkeit von dem nichts zu erwarten. TD ist immer ein bisschen Geduldsspiel. Jetzt weiter links, ja. Der ging nicht abgeprallt. Durch. Am T28 HTC, das ist Stufe 7. Mit der Kanone. Das muss man mal hinkriegen. Ich hatte eventuell, wenn du nochmal drauf schießen wolltest, noch eine HE geladen. Dann wackelt auch der HTC. Bin mir fast sicher. So, unten auf der G- und H-Linie sind wir recht gut aufgestellt. Hier oben eigentlich auch. Hinten scheint nur der Leo zu sein auf der 1er Linie. Oder war. Es steht 2 zu 1. Und wir warten hier weiter ab. Schau mal, wer da oben kommt. Ist aufgegangen? Na, glaube ich nicht. So viel Sichtweite hat der Patriot auch nicht. Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Da ist er. Komm nochmal hoch, tut nur ganz kurz weh. Hat einen ziemlich gut gepanzerten Turm, frontal zumindest. Also, 246 kann passieren, dass du mit nur 246 Durchschlag eventuell abrutschst. Und fahren dem Ganzen ein bisschen entgegen. Unten auf der G- und H-Linie scheint es relativ klar zu sein. Wir kommen da recht gut durch. 5 zu 4 steht's. Und jetzt wird es Zeit, dass wir uns hier ein bisschen wirklich reinmischen ins Gefecht. Ganz so zaghaft brauchen wir nicht sein mit dem. Geh davon aus, dass du deinem Team nicht so richtig traust. T20, Spick und gerade der GF da drüben, Bulldog, scheint nicht unbedingt Teamplayer zu sein. Das heißt, du bist auf andere Panzer angewiesen, dass die in der Flanke stehen und dir die Seite schützen. Und das verlangt man nicht von einem Spick und das verlangt man auch nicht von einem AMX-1390. Das sind alles Aufklärer. Frontal. Jawohl. Der ging voll durch ihre Schöner Treffer. Da kommt jemand nach oben. Hallo, hallo. AMX 1375. Der ist so durchgebrochen, so wie es aussieht. Kommt er da lang oder kommt er da nicht lang? Artillerie ist keiner im Spiel. Brauchst dich nicht so weit zurückziehen. Also bist ja nicht optimal gespielt, muss ich einfach sagen. Das Ding verträgt deutlich mehr.
Das Big Brand. Der Bulldog hat sich herunterbequemt und ist jetzt bereit, am Kampfgeschehen teilzunehmen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Der andere Bulldog macht inzwischen seinem Ruf alle Ehre und gibt dem Spig als Zähler richtig Saures. Nicht Big 1C, Spig heißt das Ding. Herrschaftszeiten. So, die 28, wo bist du? Zeig dich, zeig dich. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir die G&H-Linie halten können, aber die haben sie jetzt tatsächlich verloren, das gibt's ja nicht. Jetzt bist du gleich gefragt. Da ist er. Da war er. Sehr schön. Kill Nummer 1, 880 Schaden. Um den 1375 muss ich einen anderen kümmern. Dich brauchen wir gleich auf der 9er Linie. Da wird gleich richtig was nach oben kommen. Und da ist dann deine Panzerung gefragt. Das Skorpion G wird da oben nicht alles alleine machen können. Das war klar. Abgeprallt. ISO 122. So, zwei CDs sind noch übrig bei euch. Also das Du und das Skorpion G. Mal schauen, wie viel Prozent er noch hat. 100. Allerdings ist der halt bestehend aus Papier. Kein HE geladen. AMX 1375 hinter dir. Jetzt wird der HE auch nichts mehr bringen. Da brauchen wir dich jetzt, ganz genau. 1375, die anderen werden nach oben drücken. Davon gehe ich mal fix aus, da sind sie schon. Hallo, hallo. Wir haben da lustige Sachen dabei. 128 mm Spaß und Freude. Tschüss, Sikorski. Objekt 430. Auf Wiedersehen. Kommt nicht jeder durch. Der hält ein bisschen was aus. So, noch dazu die genaue Kanone. Müsste normalerweise funktionieren. Hoffen wir, dass das Skorpion G da mit einem 1375 klarkommt. Sehr schöner Schuss. Lieber Freund, der war wirklich gut. Fährst zum Wenden relativ weit raus. Das muss nicht sein. Ich würde das Emmerich mal langsam reparieren. Nachladezeit ist ja gerade auf 19 Sekunden gewesen. Schön an die Ecke stellen, sehr gut. Der ging voll durch ihre EVP, VDU kriegt eine verblättert. 1375 noch übrig. Das war ein Fehler, mein Freund. APCR muss nicht sein. Gegen keinen von denen. Geschossen, gleich rein, jawohl. Super. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Sehr gut, da ist die ISU 122. Gegner spielt nicht im Team. Sonst wäre das Ding hier schon längst erledigt. Wie gesagt, EPCR absolut unnötig, brauchst du nicht schießen. Kette wurde getroffen. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Gegner stellt sich katastrophal an, kann man nicht anders sagen. Jagdpanzer 2 ist noch übrig. Sollte normalerweise kein Problem mehr sein. HP haben wir noch übrig. 3360 Schaden haben wir gemacht. Wir haben 6 Kills auf der Uhr. Und 1820 Schaden abgewehrt. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Einigt ihr euch auf ein Unentschieden? Oh, da wird ja noch angegriffen. Also ist nicht optimal gefahren. Hätte es am Anfang ein bisschen aggressiver sein können. Dann hätten wir mit Sicherheit die Basis verloren. Ah, da ist der Jagdpanzer. Schnell. Abgewehrt. Das gibt's ja nicht. Rückwärtsgang. Ah, hättest du den Rückwärtsgang? Rückwärtsgang. Jetzt hast du ihn. Sehr schön. Ja, das ist Nahkampf. Der kommt nicht durch. Jetzt kommt er durch.
Nützt ihm aber nichts. Gleich ist er raus. Zum Glück ging's nicht hoch. Sehr schön. Gut gemacht. Okay. 7 Abschüsse. Die Auswertung schauen wir uns gleich an. Natürlich als allererstes, wie in letzter Zeit üblich, gucken wir uns mal an, wie das Ding in Wirklichkeit ausgesehen hat. Ich habe da 2 Fotos vorbereitet. Ja. So sieht das Ding aus, wenn es neu ist. Schön gestrichen, Verein. Da ist die große Kanone. Elefant, auch genannt. Ferdinand Elefant. Riesig hoch. Also, den musstest du schon richtig gut tarnen. Und nach dem Abschuss sieht das Ding halt so aus. Bleibt nicht viel übrig. Deutschen hatten es damals noch nicht so mit den angeschrägten Panzerungen. Das haben die Russen dann später gehabt bei der IS-3. Naja. So, schauen wir uns mal an, was es dafür gibt. Victory! Das Spiel entscheidend. Top Gun haben wir bekommen. Stahlwand. Selbstverständlich. Bombensicher. Fire Facts. Schläger. Und den Mars hast du gut verdient. Kann man echt nicht meckern. Teamscore. 1246 Basis-XP. Ja, nicht schlecht. 3406 Schaden haben wir ausgeteilt. 7 Fahrzeuge zerstört. 13 Schüsse abgefeuert. 11 haben getroffen. 10 haben zerschlagen. Von 46.000 Einnahme. Okay, plus 30. Nehmen wir 31 mit nach Hause, das ist okay. Damit können wir leben. Insgesamt eine recht gute Runde. Wenn ihr wollt, dass der liebe Lothar Sander die Replay Challenge gewinnt, dann bitte lasst mir ein Like da. Klickt fleißig aufs Video. Und vielleicht ein Abo, ich würde mich darüber freuen. Und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und bis dahin bleibe ich natürlich für immer eure Keule. Macht's gut. Ciao.